Okay, Leute, hallo und herzlich willkommen zu den neuen Griefer Games News. Wir sind hier gerade an einem unbekannten Ort, aber das zeige ich euch später warum. Wir reden heute erstmal darüber, dass die Dream Army 100er Merch bekommen hat und dass es angeblich mal einen Milliardär auf Griefer Games gegeben haben soll. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Dream Army an. Die Dream Army hat von Abge 100er Merch bekommen und die haben sich beworben. Also, ich wusste schon, dass sich die Dream Army bewirbt. Also, ich konnte es mir eigentlich schon denken, nachdem ich das Video gemacht habe, die EA vs. Dream Army, habe ich mir sowieso schon gedacht irgendwo, dass sie sich dafür bewerben bei Abge. Sie haben jetzt auch das 100er Merch bekommen und die haben insgesamt ein Budget von 9 Millionen. Das ist schon verdammt viel. Ich habe eben mit einem der Dream Army Member geredet, den ich auch schon etwas länger kenne, ich weiß jetzt nicht. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen an dich auf jeden Fall raus. Der hat mir jetzt ein paar Infos zugegeben. Dieses Projekt, was sie machen, soll sehr Community-bezogen werden. Und Leute, wir fliegen jetzt mal nach da hinten, wo es glaube ich. Ja, hier ist das 100er Merch. Ihr seht schon, hier wurde schon einiges gemacht. Ich erkläre euch hier gleich alles mit den Dirtblöcken. Auf jeden Fall fliegen wir jetzt erstmal hier hin. Hier ist schon mal schön was gebaut. Und zwar soll das hier so eine Art Märchenwald werden, wo natürlich auch sehr viele Spawner reinkommen werden. Und diese Erde, die hier ist, soll erstmal als groben Grundriss dienen, damit die Dream Army auch weiß, was sie halt wohin bauen sollen. Und ich habe jetzt mal gefragt, ob sie schon ein Fertigstellungsdatum haben. Sie haben keins, Leute, weil sie sich einfach dafür Zeit lassen. Und das finde ich auch gut so, weil es sind noch viele Schüler dabei und ein paar Leute, die halt schon arbeiten gehen. Auf jeden Fall Props an euch, was ihr hier schon geschafft habt, das hätte ich nicht mal. Ich hätte hier schon hier vorne aufgegeben, als wenn ich das hier gesprengt hätte. Auf jeden Fall Props an die ganze Dream Army, dass ihr das hier zusammen macht. So Leute, jetzt geht es erstmal um das Thema, ist der angeblich mal ein mehr der Aufgabe Games gegeben haben. Warum denke ich das oder warum weiß ich das? Ganz einfach Leute, Abge hat vor kurzem, glaube ich, oder gestern, ich weiß gar nicht, ich glaube heute, hat er ein Video hochgeladen. 24 Stunden als Milliardär auf Griefer Games. Er hat zum Anfang des Videos gesagt, es ist so gut wie unmöglich, Milliardär auf Griefer Games zu werden. Das heißt aber, normalerweise, wenn es sowas noch nie gegeben hat, sagt man eigentlich, es ist so unmöglich, ja. Aber er hat gesagt, es ist so gut wie unmöglich, Leute. Das heißt, es gab schon mal einen Milliardär. Oder es gibt zurzeit einen Milliardär. Wir wissen es nicht, Leute. Aber ich denke mal, es gab mal einen. Entweder war es ein Duplizierer. Ich kann mir eigentlich das nur so erklären. Oder irgendein Teammitglied, was sich Geld gecheatet hat. Oder ja, beim Geldcheatungsbug gab es ja auch ein paar Milliardäre. Und das war eigentlich alles von heute. Von der Griefer Games News. Heute gibt es gar nicht so viel, Leute. Und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, lasst gerne meinen Like da. Abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.